Im Kontext Traumatisierungen werden bestimmte Formen von Traumatisierungen gerade wieder kognitiv reaktiviert oder getriggert. Die nennen sich transgenerative Traumata. Und transgenerative Traumata bedeuten also generationsübergreifende Traumatisierungen, die Romion-Synthese durch die Geschichte, durch die Historie der Nazi-Geschichte, aber auch schon viel früher erlebt haben. Daher stammt die Stigmatisierung, Stereotypisierung, die sie bis heute noch erleiden und womit sie immer noch traumatisiert werden. Und diese Sensibilisierung wird weder politisch noch in der Bildungskultur beigebracht. Diese Form von Heilungsarbeit wird weder in der Jugend- oder in der Kinderarbeit reingebracht. Und das müsste halt an erster Stelle auch institutionalisiert werden und im System auch eingebracht werden. Das fehlt, ist ein Manko.